So, sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer Veranstaltung des Marketing Circle Austria. Mein Name ist Sebastian Laudon, ich bin Verlagsrepräsentant der Zeit in Österreich und Herausgeber des Magazins Datum. Und ich wurde gebeten, heute durch diese Veranstaltung zu führen. Und ich habe sofort zugesagt, weil mich das Thema immer schon brennend interessiert hat. Es geht um nicht mehr und nicht weniger als um das Berufsbild des Marketings in Österreich und der Welt, besonders in Österreich. Und wir haben dazu einige interessante Impulse. Der Marketing Circle Austria ist eine Initiative vier sehr relevanter Marketing-Dachverbände in Österreich, und zwar des Internet Advertising Bureaus Austria, der österreichischen Marketinggesellschaft, dem Marketing Club Österreich und dem Dialog Marketing Verband Österreich. Das Besondere an dem heutigen Abend und Event ist, dass zusätzlich noch der Pharma Marketing Club Austria dabei ist und die Fachgruppe Werbung und Marktkommunikation der Wirtschaftskammer Wien. Wir werden uns heute, so ist sozusagen das Briefing für heute Abend, und ich hoffe, dass wir das gemeinsam mit Ihnen gut bestreiten werden und diese Aufgabe erfüllen werden, eine kritische Auseinandersetzung mit dem Berufsbild Marketing. Es wurde dafür im Vorfeld eine aus meiner Sicht in der Form noch nicht dagewesene Studie durchgeführt, eine quantitative Studie, aber auch eine qualitative Studie, die sozusagen ein bisschen den Status quo des Marketing in Österreich erhebt. Und die werden wir gleich hören. Doch zuvor bitte ich Jürgen Bauer, den Obmann der Fachgruppe Werbung und Marktkommunikation der Wirtschaftskammer Wien, Jürgen Bauer, um seine Willkommensworte. Und ich hoffe, das klappt jetzt. Und ich gebe an Sie, Herr Bauer. Vielen Dank, Dankeschön. Von mir auch einen wunderschönen Abend heute. Ich möchte gleich eins vorweg sagen, ich finde es grenzgenial, dass das funktioniert, auch in Österreich, dass man Verbände zusammenbringt und so etwas Größerem macht. Und das sieht man auch ganz stark durch diesen Multiplikatoreffekt, werden die einzelnen Dinge gleich viel erfolgreicher. Zu der heutigen Veranstaltung, gerade in Bezug auf das Berufsbild Marketing, da haben wir die Herausforderungen, wir arbeiten alle in einer sensationell schönen Branche und wir freuen uns auch tagtäglich hoffentlich in dieser Branche zu arbeiten. Aber was natürlich Vorteil und gleichzeitig Nachteil ist, ist gerade wir als Marketer sind quasi First Mover. Wir müssen immer alles wissen, noch bevor es überhaupt wer anderer weiß. Wir werden Sachen gefragt, wenn es das erste Mal in den Nachrichten kommt oder wenn es das erste Mal aufpoppt, müssen wir das schon Bescheid wissen drüber und auch für unsere Kunden. Und was natürlich dann ganz besonders unangenehm ist, wenn man es nicht weiß. Insofern ist es gerade in einer Branche, in der wir arbeiten, wichtig, dass wir tagtäglich uns weiterbilden, vorbereiten, immer mehr wissen als die anderen. Und dazu gehört auch, dass man vieles, mit dem wir vor 10 Jahren gutes Geld verdient haben, heute keines mehr verdienen oder weniger. Und zudem gehört auch dazu, dass wir wahrscheinlich in 10 Jahren mit gewissen Dingen kein Geld mehr verdienen, mit denen wir heute Geld verdienen. Was per se nicht schrecklich ist, es ist einfach nur wichtig, dass wir darauf vorbereitet sind. Und gerade solche Studien, Umfragen und auch andere Maßnahmen, die die Verbände durchwegs ganz erfolgreich und auch toll auf den Boden bringen, sind ganz, ganz entscheidend, dass man wirklich am Laufenden bleibt. Und da, ich habe mir die Studie ja auch angeschaut, habe auch in der Vorabbesprechung jetzt gerade gehört, das ist nicht nur mir aufgefallen, dass 50% der Leute Vertrieb und Verkauf einbinden beim Marketing. Allerdings wollen quasi 70% sehen die Erfolge hauptsächlich dahingehend. Also weder ob das schön oder toll ist oder ob das gut durchdacht ist, sondern da wird rein nur auf Zahlen reagiert. Ich glaube, das ist der Zwiespalt, den genau wir in unserer Branche ganz besonders stark haben. Und ich glaube auch, dass es da noch ganz, ganz viel Arbeit gibt, auch in der Fortbildung und auch in der Weiterbildung und vor allem auch im Nachwuchs, dass wir da wirklich auch qualitativ sehr guten Nachwuchs bekommen und nicht nur im Marketing arbeiten, weil es cool klingt. Und ich habe schon ganz viel eben auch in der Vorbesprechung gehört, möchte jetzt auch gar nicht viel dazu reden, weil ich möchte jetzt wirklich auch die Studie gut und toll interpretiert bekommen. Das Wichtigste, glaube ich, ist, was man auch in der jetzigen Zeit sagen muss, auch aufgrund der wirtschaftlichen Situation ist, dass es ganz entscheidend ist, wer nicht wirbt, der stirbt. Ich glaube, diesen Spruch können wir nicht oft genug sagen, weil wir sind leider meistens die Ersten, die eingespart werden und die Letzten, die wieder hochgeschalten werden. Und das ist, glaube ich, eine grundlegende Sache, an der wir arbeiten sollten und die wir auf jeden Fall verbessern sollten. Ich wünsche allen eine wunderschöne Diskussion und wirklich auch eine
aufregende Diskussion und kein Blatt vor dem Mund. Wunderschönen Abend, danke. Vielen herzlichen Dank, Herr Bauer. Wir gehen jetzt gleich in Medias Res und ich darf Katharina Siegel von RedStep und vom Marketinggruppe Österreich bitten, uns in die Studie einzuführen. Ich möchte noch eine Anmerkung machen. Nico Papst hat es schon in den Chat geschrieben. Sie können natürlich an der heutigen Diskussion teilnehmen. Wir würden uns darüber freuen. Um kein Zoom-Chaos zu erzeugen, bitten wir Sie, das über den F&A-Bereich, also auf, was heißt F&A? Wahrscheinlich Fragen und Antworten. Unten sehen Sie das F&A, da können Sie Ihre Fragen hineinschreiben. Ich habe das offen bei mir am Bildschirm und werde, so gut es geht, versuchen, diese Fragen einzuwerfen, damit Sie auch Antworten bekommen. Frau Siegel, bitte, ich hätte jetzt fast gesagt, die Bühne gehört Ihnen. Es ist nicht, das Zoom-Ungetüm gehört Ihnen. Bitte, wir sind sehr gespannt. Ja, herzlichen Dank und auch schönen Abend an alle. Ich gehe gleich in medias res, weil die Zeit ist knapp und wir freuen uns ja dann schon alle miteinander auf eine anregende Podiumsdiskussion. Ich teile jetzt gleich meinen Bildschirm und ich hoffe, dass Sie den jetzt alle sehen können. Ein kurzes Nicken, wunderbar. Ja, wir haben uns dem Berufsbild Marketing gewidmet und gehen wir gleich ins hinein. Wir hatten eine quantitative Umfrage durchgeführt und qualitative Interviews. Die quantitative Umfrage wurde vom MCÖ ganz federführend von Georg Wiedenhofer aufgesetzt. Herzlichen Dank dafür, lieber Georg. Und die qualitativen Interviews hat der Manfred Gansterer und die Evelyn Schödel und ich geführt und dienen sozusagen noch einmal als Plausibilisierung oder auch so als als Rückkoppelung zu dem, was wir quantitativ erfahren haben. Ganz kurz ein paar Worte, das wesentliche CDF zur quantitativen Umfrage. Zeitraum der Befragung war November 2020. Ich denke, einige von Ihnen werden auch den Link bekommen haben. Wer hat den Link bekommen? Das waren die Teilnehmerinnen und Mitglieder des Marketing Circle Austria, so wie es der Herr Laudon eingangs schon erwähnt hat, und erstmalig auch alle Mitglieder des Pharma-Marketing-Verbandes. Die Methode war, klar, eine Online-Befragung. Wir haben insgesamt 140 abgeschlossene Fragebögen. Und davon sind 80% Personen, die direkt in Marketingabteilungen arbeiten. Und 57% davon sind Marketingleiterinnen. Zusätzlich ist ganz interessant zu wissen, dass sich 22% der befragten Personen als Dienstleister bezeichnen, was wiederum auf der anderen Seite heißt, dass fast 80% der Personen in Unternehmen arbeiten, in Marketingabteilungen. Das vielleicht, um ein erstes Bild zu geben. Gehen wir ganz kurz und schauen wir uns auch die Unternehmensgrößen an. Knapp die Hälfte aller Unternehmen sind kleine Unternehmen bis 100 Mitarbeiter. 25% davon sind Unternehmen bis 500 Personen und 30% der Unternehmen beschäftigen mehr als darüber. Man kann sagen, die Verteilung ist wirklich schön und aussagekräftig. Ebenso die Verteilung der Branchen. Es kommen 20% aus dem Handel, 20% aus der Industrie und aus der Pharma. Einen kleinen Hinweis noch, ein Viertel der Befragten kommt vorwiegend aus dem B2B-Bereich. Ich denke, das ist auch nochmal gut und wichtig zu wissen, vor allem dann, wenn es um das Zusammenspiel zwischen Marketing und Sales geht. Ich habe es eingangs erwähnt, es gab eine ergänzende Aktivität. Es hat einige qualitative Interviews gegeben, die wurden mit CMOs, aber auch mit Geschäftsführern und CEOs geführt, von Manfred Gansterer und Evelyn Schödel. So, CDF abgeschlossen, schauen wir direkt in die Ergebnisse hinein. Die erste Frage, die wir gestellt haben und was Sie heute sehen, ist wirklich nur ein kleiner Auszug aus dieser Umfrage. Ein größeres, ich wollte schon sagen, Pamphlet, also die tiefen Informationen und detailliertere Informationen wird es in Kürze geben, sowohl in einer Broschüre, aber auch auf den, nehme ich mal an, Webpages der Verbände. Erste Frage. In der Marketingabteilung gibt es zur Orientierung. Und da war uns wichtig und gut zu verstehen, wonach die Marketingpersonen in der Marketingabteilung arbeiten. Wir sehen, dass fast 90% einen Jahresaktivitäten inklusive einen Mediaplan zur Orientierung besitzen.
gefolgt von einem sehr detaillierten Budgetplan. Alles vorhanden. Also operativ scheinen die Tätigkeiten und scheint die Planung wirklich gut und fundiert zu erfolgen. Es gibt dann an dritter Stelle regelmäßige Reports zum Budgetstand. Das macht auch Sinn, das schließt sozusagen den operativen Aktivitäten und Budgetrahmen ab. In weiterer Folge gibt es Job Descriptions für Mitarbeiter. Es gibt ein umfassendes, regelmäßiges Reporting, allerdings schon nur mehr zu 54,7%. Und was ganz auffallend ist, gerade bei diesem Chart, ist, dass nur fast 40% eine schriftliche und aktuelle Kommunikationsstrategie im Unternehmen haben. Dem gefolgt auch eine schriftliche und aktuelle Marketingstrategie im Sinne der 4Ps. Jetzt fragt man sich natürlich schon ein bisschen, worauf basieren die Jahresaktivitätenpläne und Mediapläne, wenn es keine schriftlich aktuelle Kommunikationsstrategie gibt und auch keinen schriftlichen aktuellen Marketingstrategieplan. Das lässt hier Raum zur Diskussion offen. Operativ, zusammenfassend, sind die Marketer sehr gut aufgestellt. Pläne werden geschaffen, jeder Plan hat ein Ziel. Die Frage ist, welche Kennziffer gilt am Ende des Tages, wenn das Ziel erreicht ist? Das wollten wir wissen. Und an erster Stelle sehen wir hier ganz klar, die Umsatz- und Verkaufszahlen geben mit 70% den Ausschlag, wenn es um den Erfolg einer Marketingaktivität geht. Gefolgt von den Klicks und Leads, fast eben an. An dritter Stelle kommt dann schon die Einhaltung des Budgets als Kennziffer des Erfolges für das Marketing an dritter Stelle, gefolgt von den Mediareichweiten mit 50% und 50% aller Marketingpersonen und Verantwortlichen sagen, das Markenimage ist für uns eine Kennziffer im Marketing. Das ist doch ziemlich verwunderlich, weil das eigentlich eine der ureigensten Aufgaben des Marketings war und sein sollte. Was uns auch sehr verwundert hat, ist die Kundenzufriedenheit, die an sechster Stelle rangiert, die aus unserer Sicht auch eines der zentralen Anliegen der Marketer darstellen sollte. Jetzt kupfe ich ein bisschen weiter, weil Conversions und Neukundenanzahl kann man auch ein bisschen mit dem Thema Klicks und Leads in Verbindung bringen. Aber was uns nochmal aufgefallen ist, ist, dass die Kennziffer des Rohertrags mit lediglich 12%, was auf der anderen Seite wieder heißt, dass 90% aller Unternehmen den Rohertrag nicht im Fokus haben und der Rohertrag keine Bewertung ist, für uns einen großen, großen Spielraum zur Vermutung offen lässt, dass hier, und das schließt vielleicht auch ein bisschen an das erste Chart an, überhaupt keine strategische Verortung mehr da ist und die Kennziffer nicht relevant ist. Das ist insbesondere interessant dann, wenn wir uns ein Handelsunternehmen anschauen. Wir wissen, dass Dauertiefpreispolitik, also alle Personen kennen das, Dauertiefpreispolitik setzt voraus, dass wir den Rohertrag kennen. Hier ist sehr fraglich, wie mit den Zahlen umgegangen wird. Möglicherweise muss man hier auch nochmal vertiefend eine Branchensicht machen. Dennoch festzuhalten, Rohertrag ist an ganz einer der letzten Stellen. Interessant ist auch, dass unter 10% Unternehmen angeben, wir haben keine wirklichen Messkriterien. Zusammenfassend muss man sagen, wenig verwunderlich die Umsatz- und Verkaufszahlen als Kennziffer. Hochverwunderlich für uns im Marketing ist, dass die Kundenzufriedenheit am sechsten Platz rangiert und ebenso das Markenimage. Digitalisierung ist ein Thema, das uns alle treibt. Wir haben es eingangs schon gehört. Das Marketing verändert sich. Wir schauen ja heute auch auf das Berufsbild der Marketer. Wir haben die Frage gestellt, Spiegel an der Wand, wie digital ist wirklich das Marketingland? Und dazu die erste Frage gestellt, welche Mitarbeiterinnen wurden in den letzten 12 Monaten aufgenommen bzw. wurden gesucht? Das kann man, wenn man ein bisschen die Stelleninserate, die rund ums Marketing geschalten werden, mitverfolgen. Fast 60% aller Unternehmen geben an, wir suchen Mitarbeiterinnen für die digitalen Medien. Das scheint kaum verwunderlich und ich glaube, das wird niemanden von uns wirklich, jetzt muss ich mal so salopp sagen, vom Hocker hauen. An zweiter Stelle rangieren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für das
Content Management, aber schon deutlichst abgeschlagen. Sie sehen also einen Unterschied von fast, wenn ich jetzt ein bisschen überhaupt sehe, von fast 25%. Also rangiert schon weiter hinten. Der Allrounder, wo wir nicht genau wissen, was der alles können sollte, ist dem gleich auf. Was dann, Entschuldigung, ich sehe jetzt ganz schlecht den Bildschirm, was dann mit dem Allrounder ein bisschen gleichzusetzen ist, ist eine Marketing-Mitarbeiterin mit breitem Wissen. Das könnte man auch mit dem Allrounder verbinden. Spezialisten, die richtigen Spezialisten für Grafik, E-Commerce, CRM rangieren alle irgendwo um die 15-17%. Im Zeitalter der Digitalisierung möchte ich Sie auf eins hinweisen, und zwar auf den Wert bei den Data-Analysten. Wir sehen, dass im Marketing selber keine Data-Analysten gesucht werden. Lediglich 11,8% geben an, dass sie Mitarbeiter in diesen Bereichen suchen oder aufgenommen wurden. Das ist, wenn man sich den Hype um die Digitalisierung anschaut, vor allem wenn man nochmal an das große Bild Big Data denkt und was alles eigentlich möglich sein sollte, doch äußerst verwunderlich. Wenig verwunderlich bei diesem Chart und entsprechend sozusagen dem generellen Trend sind die Mitarbeiterinnen für die digitalen Medien etwas doch abgeschlagen, weil oder sehr verwunderlich ist das Thema der Datenanalysten, wo wir sehen, dass da derzeit keine Nachfrage besteht, wo doch in Wahrheit ein großer Hype um das Thema Digitalisierung stattfindet. Wahre Heldinnen zufrieden. Wir wollten auch ein bisschen schauen, was treibt die Marketingleiterinnen und Marketingleiter in ihrer eigenen Position, und wollten auch ein bisschen die Entscheidungsräume, die Marketingleiter und Marketingleiterinnen oder überhaupt Personen im Marketing haben, ein bisschen klarer abbilden. Dazu die Frage, welche Kompetenzen hat denn die Marketingleitung heute? Und wir sehen mit fast 52%, dass Entscheidungen im Team erfolgen und dann meistens vor der Geschäftsleitung präsentiert oder auch mitgeteilt werden. Demgegenüber stehen fast ein bisschen die anderen 50%, die sagen, ja, wir dürfen eigentlich selbstständig entscheiden, ohne dass wir in der Rücksprache mit der Geschäftsführung sind. 34%, und wenn ich gleich den unteren Wert dazu zählen darf, die 23% sagt, es gibt Vorgaben. Also fast 50%, da stimmen noch einmal alle Aktivitäten mit ihren Vorgesetzten ab oder haben Vorgaben, die schon beschlossen wurden und dies umzusetzen gilt. Das heißt also für uns ganz deutlich, dass die Lenkung der Marketingleitung oder auch der Marketingmitarbeiter ganz stark von der Geschäftsführung oder vom Geschäftsfeldleiter ausgeht und der Entscheidungsraum, sagen wir mal, doch recht übersichtlich ist, was zumindest Entscheidungen oder auch budgetäre Entscheidungen betrifft. Das kann man in der Chart nicht sehen, aber das war ein Detailergebnis, das wir festmachen konnten. Wir hatten auch eine Frage, die darauf bezogen war, wie viel Budget dürfen Sie denn alleine sozusagen ohne Vorgesetzten freigeben? Und die Grenze liegt heutzutage bei fast 40%, bei 10.000 Euro. Alles darüber hinaus muss mit den Vorgesetzten, mit dem CEO oder mit der Geschäftsführung, dem Vorstand abgesegnet werden. Das heißt, der Spielraum innerhalb einer Marketingleitung ist relativ gering und hat sich auch im Vergleich zu den vergangenen Jahren verändert. Ja, wo sehen denn die Marketingleiter und Leiterinnen, aber auch die Mitarbeiter von Marketingabteilung, wie bewältigen Sie sozusagen die Herausforderungen und Aufgaben? Und da haben wir Sie gefragt, bräuchten Sie Schulungen, brauchen Sie Weiterbildung für Ihre Mitarbeiter? Und da war ganz klar, ja, das brauchen wir, das sehen wir, das wollen wir haben. Was wir auch ganz klar sehen, ist ein Trend hin zum Insourcing versus zum Outsourcing. Das haben auch die qualitativen Interviews ergeben. Wir machen alles viel selber. Wir sind also operativ. Sie erinnern sich vielleicht, was die Jahresaktivitätenpläne betrifft und auch die Mediapläne, gut aufgestellt, und wir machen alles selber. Das kann man ganz deutlich ablesen, dass dies
diese Anforderung oder dieser Weg sozusagen Kompetenzen abzudecken immer weiter voranschreitet. Das Vertrauen, wir vertrauen zunehmend auf externe Spezialisten, ja, schön verteilt, kann man keinen Ausreißer erkennen. Wir machen bereits alles im Haus selber. Da sieht man es ganz eindeutig. 54% sagen, ja, wir machen, also ein großer, großer Teil macht schon vieles im Haus selber. Und ebenso gefolgt von der Antwort mit 56%, die sagen, wir haben für jeden Bereich eine eigene Agentur oder eine eigene Beraterin. Also bei 56% der Unternehmen ist das so nicht mehr. Das lässt schon vermuten, dass sich die Dienstleister in Zukunft gut überlegen müssen, was bieten sie denn an und wer wird denn auch in Zukunft noch wofür wirklich gebraucht. Strukturelle Hindernisse überwinden. Es gab in den letzten 2 Jahren mehrere Befragungen, auch auf europäischer Ebene, vor welchen Herausforderungen das Marketing steht. Und diese Hindernisse oder diese größten Hindernisse zur Bewältigung der Herausforderungen im Marketing haben wir auch bei der quantitativen Umfrage abgefragt. Ganz deutlich an erster Stelle steht die fehlende Konsolidierung von Kundendaten, um einen 360-Grad-Blick zu bekommen. Das lässt natürlich vermuten, dass die technische Infrastruktur noch hinten nachhinkt. Was wir hier auch sehen, ist ein gemeinsames Verständnis zur Wichtigkeit von datengetriebenem Marketing. Das ist auch noch eines der größten Hindernisse. Ebenso das ausgeprägte Silo-Denken verschiedener Unternehmensbereiche. Das ist etwas, das lässt sich auch ableiten, je hierarchischer ein Unternehmen strukturiert ist, desto schwieriger ist es, über diese Unternehmensbereiche hinaus zusammenzuarbeiten, auch wenn viel von Interdisziplinarität gesprochen wird. Ganz interessant ist die fehlende durchgängige Kundenerfahrung entlang aller Kunden-Touchpoints. Das eines rangiert an 4. Stelle und wird als Hindernis angegeben. Und jetzt kommt noch einmal, und das führt sozusagen auch ein bisschen zurück zu ausgeprägtes Silo-Denken verschiedener Unternehmensbereiche, sehen wir die Change-Bereitschaft in Bezug auf Organisation und Kultur. Also da gibt es noch wirklich einen Nährboden der Veränderung, würden wir sagen. Dann rangieren die fehlenden digitalen Marketing-Systeme. Es könnte auch wieder ein Hinweis sein, dass uns auf die fehlende Konsolidierung von Kundendaten führt, zeigt aber auch sehr deutlich, dass es für Marketing-Automatisierungstools, CRM-Tools, doch noch ein schönes Potenzial gäbe, das es abzudecken gilt in den nächsten Jahren. Worauf ich Ihnen bei der Chart noch einmal ganz deutlich aufmerksam machen will, ist sowas wie gesetzliche Barrieren wie die DSGVO oder E-Privacy dürften weitgehend durch sein in den Marketingabteilungen. Das dürfte kein großes Thema mehr sein. Und wenn wir auch nach den Herausforderungen fragen, wie begegnet ihr denen zum Beispiel durch Methoden-Know-how, dann fühlen sich eigentlich alle Marketingleiterinnen und Marketingleiter oder auch Personen, die in diesen Bereichen arbeiten, sehr wohl und sagen, ja, das haben wir eigentlich. Und das steht ganz im Gegensatz zu dem, was wir in den qualitativen Interviews herausgehört haben von den Geschäftsführern, die sich von den Marketingleiterinnen und Marketern deutlich mehr Methoden-Know-how wünschen würden und deutlich mehr Animo ins Machen zu kommen. Das war da ein ganz klarer, würde ich fast schon sagen, Appell, den wir mitnehmen durften über die qualitativen Interviews. Das fehlende Know-how der Mitarbeiterinnen, ja, wird angegeben, ist eine überschaubare Herausforderung. Dem kann man sicherlich mit Weiterbildung gut entgegentreten. Und Sie erinnern sich an das Chart vorher, da war Weiterbildung ein ganz klar, den Bedarf sehen wir. Das muss immer wieder sein. Jetzt könnte man sagen, das steht vielleicht in einem Widerspruch, aber erkannt wird es in jedem Fall. Und man kann auch implizieren, dass der Wille zur Weiterbildung und Ausbildung da ist. Wenn ich jetzt ein paar Zitate zeigen darf, die wir in den qualitativen Interviews auch noch bekommen haben, was wir gesehen haben und was wir gehört haben, war vor allem von den CEOs, die gesagt haben, puh, an Kritikfähigkeit und dem Mut zu machen fehlt es manchmal, aber das würden sie sich im Marketing wirklich erwarten, nämlich als Kompetenz
Ja, das kam ganz stark von der C-Suite, würde ich jetzt einmal sagen. Wir haben sehr viel gehört von den Marketingleiterinnen, auch ein bisschen so versteckt. Ja, die gesehen, es gibt massive Änderungen im Kundenverhalten, aber unsere Kunden sind manchmal digital schon viel weiter. Und auch immer, es war immer ein bisschen mit Angst besetzt. Ich kann mich jetzt erinnern, Jürgen Bauer hat am Eingang gesagt, wir müssten eigentlich immer die First Mover sein, wenn unsere Kunden uns etwas fragen. Dieser Druck, der First Mover zu sein und vielleicht doch nicht in allem die Expertise zu haben, den hat man in vielen qualitativen Interviews stark, wirklich, wirklich stark gemerkt. Unverändert gilt im Marketing, dass sich das Marketing, und das war ein sehr schönes Zitat, finde ich, über den Mehrwert der eigenen Services limitieren muss. Vor allem dann, wenn es um Budgets geht. Und der Kampf um die Budgets, und das ist auch ein sehr schönes Zitat, die stagnieren und die werden auf jeden Fall härter und stehen immer ein bisschen in Konkurrenz zum Sales- und IT-Budget. Das war ein Feedback von den Marketingleiterinnen, was ich ganz persönlich dramatisch finde. Es gibt eine Studie zusätzlich vom FH Johanneum, die sich angeschaut haben, wo liegen denn die internen Innovationsquellen bei den Hidden Champions in Österreich? Und es wurden ganz viele Abteilungen genannt, aber das Marketing gar nicht mehr. Das Marketing wird definitiv weder als interne Innovationsquelle noch als Mehrwertabteilung benannt bei diesen Hidden Champions. Und ein Zitat habe ich da noch reingenommen, das dafür Platz halt entsteht. Das Marketing, und das hat jemand gesagt, hat seinen Platz in der Liga der Kreativen im Innovationsprozess definitiv an den Nagel gehängt. Das macht einen fast ein bisschen betroffen, weil im Marketing das ureigenste im Marketing ist die kreative Ader zu verbinden mit der Zielsetzung einer Aktivität, einer Kampagne. Und da tut das, finde ich, ganz besonders weh, manchmal zu lesen. Für uns stellt sich die Frage, gerade dann, wenn wir so draufschauen, auf dieses erste Chart, das ich in Erinnerung rufen will, wir sind wahnsinnig gut im Operativen, aber im Strategischen nicht, wo es denn wirklich auch fürs Marketing in den nächsten Jahren hingeht. Vielleicht noch mal kurz zusammenfassend, was wir orten, ist eine Art Selbstüberschätzung der Marketingleiter und Marketingleiterinnen. Was wir super gut können, ist Werbung. Wir können gut kommunizieren. Wo es einen ganz starken Fail gibt, würde man sagen, ist in der Strategie. Es gibt eine ganz deutliche Lenkung über die Geschäftsführung in den Unternehmen und einen ganz geringen Einfluss und eine marginale Mitwirkung auf die Unternehmensstrategie. Das Marketing wird nicht als interne Innovationsquelle verstanden und der Anspruch, dass sich das Marketing neu erfinden muss, dem stimmt fast jeder zu. Also es gab ganz wenige auch in den qualitativen Interviews, die nicht gesagt haben, das sehen wir ganz anders. Die meisten spüren es auch ganz stark. Der Fokus von den Marketerinnen, ja, also wenn er nicht auf der Strategie liegt, liegt er natürlich ganz stark im operativen und digitalen Geschäft, ist mehr am Umsatz, auch als statt an der Kundenorientierung. Sie erinnert sich, die Kundenorientierung rangiert an 6. Stelle und an 5. auch nochmal das Markenimage, die ureigensten Aufgaben eigentlich eines Marketers. Wir sind Profis in der Orchestrierung von Kommunikationsinstrumenten, mit einem Mangel an strategischen Grundlagen, könnte man sagen, wenn man bedenkt, dass es weder einen Kommunikationsplan gibt, noch einen schriftlichen und aktualisierten Marketingstrategieplan. Es gibt einen deutlichen Trend zu Inhouse statt zu Outsourcing. Das lässt sicher einige Fragen für Dienstleister oder beziehungsweise müssen Dienstleister neue Antworten finden, auch auf diesen Trend. Und in Summe kann man sagen, dass das Marketing deutlich technokratischer wird. Zum Thema Digitalisierung haben wir ein ambivalentes Bild zur Einbindung in der digitalen Gesamtstrategie festgemacht. Das ist ein bisschen eine Ausnahme in der Pharma. Im Pharma-Bereich, bei den qualitativen Interviews schön
herauslesbar, gibt es eine stärkere Einbindung in der Digitalstrategie. Bei allen anderen war das nicht abzulesen. Wir sehen ganz eindeutig, dass das CRM oft noch Insellösungen sind, Marketing-Automatisierungstools unverändert Insellösungen sind. Die Herausforderung besteht in der nicht bewältigten Datenflut. Sie erinnern sich an die größte Herausforderung eigentlich mit der Konsolidierung der Kundendaten, also diesem klassischen Erzeugen eines Golden Records. Es gibt eine unverändert mangelnde technische Ausstattung und ganz klar, neue Mitarbeiter werden gesucht für operative Tätigkeiten, sowohl bei den digitalen und sozialen Medien, im CRM, in E-Commerce und kaum Data-Analysten. Immer mit dem Fokus auf operatives Abarbeiten. Es gibt in der Aus- und Weiterbildung ein hohes Bewusstsein für die Notwendigkeit der Weiterbildung. Das ist absolut erfreulich, dass gesehen wird, wir müssen was tun, wir sind hier gefordert. Es gibt aber ein sehr ambivalentes Verständnis über das Methoden-Know-how. Sie erinnern sich, die Geschäftsführer sagen, ich erwarte mir deutlich mehr Methoden-Know-how, während die Marketingleiter und Personen im Marketing sagen, passt eigentlich im Großen und Ganzen ganz gut. Ein immer wieder angesprochenes Thema in den qualitativen Interviews war das Führen von internen und externen Spezialisten. Vor allem vor dem Spannungsfeld, dass man selber in manchen Bereichen, Instrumenten, keine Expertise mehr hat. Das heißt, wie, klar, ist eine ganz typische Frage, wie beurteile ich hier auch Experten? Ab wann ist jemand Experten und wie führe ich den? Ist ein Aus- und Weiterbildungsthema. Klar ist und gesehen wird, dass man weiter digitales Know-how aufbauen muss. Das schließt auch wieder so ein bisschen den Kreis hin zu der Anforderung, dass fast 70% sagen, ja, wir müssen in Weiterbildung, in Schulung investieren. Ist auch sehr plausibel. Das strategische Know-how hat in Zukunft, ja, und das wissen wir heute nicht, was passiert mit der Strategie, wohin entwickelt sich das Marketing, das ist, glaube ich, die ganz große und offene Frage. Wir stehen da vor einem Wegweiser. Auf der einen Seite könnte es, und wir sind ja gerade wieder mal im Zeitalter, wo wir Worte schön verbinden, das Home und das Office wird zu Office. Möglicherweise werden wir zu Lead Kings oder vielleicht auch zu Market Ovation und Strategie Queens. Ganz genau wissen wir es nicht. Und es ist deutlich spürbar, sowohl in den Interviews als auch in den quantitativen Umfragewerten, dass es eine Unsicherheit, eine Unklarheit in der Entwicklung des Marketings und des Berufsbildes zum Marketing gibt. Ja, lieber Sebastian, ich würde jetzt an dieser Stelle wieder gerne an Sie übergeben und wünsche eine anregende Runde zum Thema Berufsbild Marketing. Vielen Dank, liebe Frau Siegel. Unter anderen Umständen würde jetzt tosender Applaus durch die Halle strömen für diese Präsentation. Vielen Dank. Und ich möchte gerne meine Diskutantinnen und Diskutanten jetzt vorstellen. Claudia Baumschlager ist Marketingleiterin bei Biber Parfümerien. Vielleicht kann sie kurz winken, damit Sie sie sehen. Angela Hengsberger ist Head of Business Development bei der Lead Innovation Management GmbH. Alexander Oswald ist Geschäftsführer von Futura, war lange Jahre Nokia-Marketingleiter, kennt also das internationale Marketing sehr gut. Markus Petzl ist Founder von Disruptive und ein gut gebuchter Keynote-Speaker zu diesem Thema Disruption im Marketing. Und Ricardo Viveral war viele Jahre auf Agenturseite, dialogorientierte Agenturen und ist nun CEO von des KSV 1870, der Holding. Also er ist sozusagen auf Kundenseite gewechselt und einer der wenigen Marketer, die es sozusagen bis ganz an die Spitze geschafft haben. Ich würde gerne sozusagen für die Überleitung von der Studienpräsentation hin zur Diskussion Sie, liebe Damen und Herren, fragen, was denn an dieser Studie für Sie ganz persönlich das Überraschendste, Betrüblichste, Erfreulichste oder was immer. Was hat bei Ihnen die größten Emotionen geweckt? Und ich würde gern bei Ihnen, liebe Frau Baumschlager, beginnen.
Ja, danke für die Einladung. Also so ganz überrascht war ich jetzt ehrlicherweise nicht über die Ergebnisse der Studie. Das Thema ist, dass die gute Nachricht ist, dass so gut wie jedes Unternehmen Marketing hat, sei es ein ganz kleines Unternehmen bis zum ganz am großen, keine Ahnung, internationaler Konzern, lokales Unternehmen. Und aus meiner Sicht zeigt mehr oder weniger die Studie auch so ein breites Ergebnis. Das, was ich selber auch sehe, was ein bisschen betrübt ist, das Thema operatives Marketing versus strategisches Marketing, das ist definitiv eine Herausforderung, sich auch einfach im täglichen Tun, dass man einfach halt von operativen Agenten über überrannt wird und das Strategische zu kurz kommt. Das war vielleicht der einzige Punkt, dass ich mir das jetzt nicht ganz so drastisch vorgestellt hätte in den Ergebnissen. Herzlichen Dank. Frau Hengsberger, was hat bei Ihnen sozusagen am meisten für Überraschung gesorgt? Zwei Dinge, muss ich ehrlich sagen. Und zwar das eine, die Verknüpfung von Marketing und Vertrieb, die meiner Meinung nach als extrem essentiell ist. Und dann als drittes Bindeglied das Thema Innovationsmanagement. Wir kommen ja aus dem Bereich Innovationsmanagement und die allumfassende Formel bedeutet eigentlich, Innovation ist gleich Invention plus Markterfolg. Das heißt, diese Verkettung von diesen drei Dingen führt dazu, dass ein Produkt, das auf den Markt gebracht wird oder ein Prozess, ein Service, natürlich zum Erfolg geführt werden soll. Und da spielt Marketing und Vertrieb schon eine sehr wichtige Rolle. Deswegen bei uns ganz klar, Marketing und Vertrieb eng beieinander. Sie sind noch stumm. Und das ist aber toll, weil die Maschine erkennt, dass ich rede und stumm bin und hat mir das gleich angezeigt. Aber Sie haben es mir auch angezeigt. Danke sehr. Was die Rolle des Marketings für die Innovation in einem Unternehmen betrifft, was fällt Ihnen da auf? Dass ähnlich wie es der Jürgen Bauer auch schon gesagt hat, Marketing sehr oft als der Innovationszünder gesehen wird natürlich. Es kann so sein, dass man eine Entwicklung hat, die super tolle Ideen hat, Innovationen auf den Markt bringt etc. Aber ohne eine gute Marketingkampagne wird das einfach nicht funktionieren. Das heißt, das Marketing ist das Sprachrohr der Entwicklung oder der Ideengeber sozusagen, um direkt das Produkt, die Innovation, den Prozess mit den Kunden in Verbindung zu bringen. Alexander Oswald, was hast du dir gedacht bei der Studie? Wir sind so, zweimal ist mir so quasi etwas wirklich ins Auge gestochen. Einmal war es, Katharina hat es auch präsentiert, also in der Marketingabteilung gibt es zur Orientierung einen detaillierten Budgetplan, den haben wir erfreulicherweise 82%, das ist nichts gegen einen guten Budgetplan zu sagen, aber wenn nur 39% eine ausformulierte Kommunikations- oder Marketingstrategie haben, stellt sich halt ein bisschen die Frage, was wird da eigentlich genau verwaltet und wofür? Und das spielt sich dann auch wieder, ist, worin wird der konkrete Erfolg des Marketings gemessen? Also wenn 60% Einhaltung des Budgets als Erfolg sehen, aber nur 45% Markenimage, das tut mir einfach wirklich in der Seele weh, muss ich sagen. Ja, und wir haben ja auch schon übers Tool die Frage hineinbekommen, warum ist Marketing nicht mehr in der Strategie und so total operational? Ich glaube, dass teilweise das Marketing es sich im Bereich der Werbung und Kommunikation ein bisschen eingeigelt hat. Ja, und wir müssen uns da jetzt selber wieder herausziehen. Und da gibt es so den Spruch, move your mind and your body will follow. Ich glaube, Marketing muss einfach wieder den Anspruch stellen, auch den CEO zu stellen. Vielleicht mag das für heutzutage für manche ein bisschen verwunderlich klingen, weil da sagt man, naja, gut, sind wir wirklich aufgestellt dafür? Controlling fragt sich das nie, ja. Und ich denke, wir sollten wirklich diesen Anspruch stellen und uns dann auf dem Weg dorthin machen, das auch tatsächlich erfüllen zu können. Danke sehr. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir mitnehmen. Herr Petzl, Sie befassen sich ja hauptberuflich mit den Disruptionen überall. Wenn Sie sich sozusagen die Studie als Momentaufnahme in der Entwicklung des Marketing anschauen, was fällt Ihnen dazu?
Also wenn jetzt es aus der Disruption drauf schaut, erstens einmal, wie reaktiv Marketing geworden ist. Unglaublich reaktiv. Das heißt, es gibt nicht mehr an, wo es vorne weitergeht. Das war vor ein, zwei Jahrzehnten, vor allem vor zwei, drei Jahrzehnten ganz anders. Das heißt, dort man's Marketing fragt, wo die Reise hingeht, jetzt ist es reaktiv. Es ist reaktiv, operativ worden und die zentrale Frage, die mir erst aus der Disruptionsperspektive stelle und da die letzte Folie mitgenommen, Strategie Queen oder Lead Generator. Also leider ist es nicht so strategisch, wie es möglicherweise sein sollte, weil es sehr reaktiv worden ist. Aber Lead-Generierung, also ich habe mir nur die Frage gestellt, wie ich in den einzelnen Dimensionen geschaut habe, welche Wörter da vorkommen, also Monitoring, Dashboards, Reporting und so weiter, ist alles digitalisierbar. Das heißt, wie viel Prozent der Marketingabteilung sind im nächsten Schritt einfach automatisierbar? Die Frage schwirrt bei mir im Kopf rum. Das heißt, was brauche ich alles eigentlich nicht mehr? Also ich brauche es schon, aber nicht mehr in der Marketingabteilung, als Marketing-Software. Danke sehr, das ist auch ein wichtiger Punkt, den werden wir weitere Diskussion mitnehmen, Automatisierung. Last not least, Ricardo Wideral, was ist Ihnen aufgefallen bei der Studie oder was ist besonders gejuckt? Naja, aufgefallen. Also was mir aufgefallen ist, es gibt eine sehr positive Komponente, aber es gibt auch eine bedrückende Komponente. Und die positive Komponente, wenn ich mir anschaue in der Studie, welche Themen adressiert werden, also vom technologischen, vom Thema Data, Digitalisierung, der Medienvielfalt, das Analytische, dann sage ich, geile Zeit. Also das ist ja super sensationell. Was kannst du eigentlich heute mit den ganzen digitalen Medien, mit der Messbarkeit und allem anstehen? Wenn ich mir aber auf der anderen Seite ansehe, und das ist sicher eine Betrachtung, die eher mit einem kleinen Land wie Österreich zu tun hat, ist, was habe ich für Möglichkeiten? Also als junger Marketingmensch würde ich mir jetzt fürchten, aufstehen und wegrennen und ins Ausland rennen und mir einen Job suchen, irgendwo in London oder in den Nordics. Weil da geht wirklich die Post ab oder vielleicht sogar noch über den Teich, auch wenn man über USA sehr stark schimpft immer. Aber ich glaube, dass da ganz spannende Themen gibt und auch spannende Entwicklungsmöglichkeiten. Und ich finde, wir müssen Marketing wieder genau diesen Stellenwert geben, den er haben sollte. Das muss nicht unbedingt, also strategisch ja, Marketing ist ein strategisches Thema, aber ich komme eher von einer Unternehmensstrategie, die entscheidend ist. Und da breche ich, sage ich, dann Maßnahmen, Kataloge auf alle Bereiche runter. Also mir ist wichtiger, man denkt unternehmensstrategisch als jetzt marketingstrategisch, mobile strategisch, Social Media strategisch. Also es wird immer strategisch hineinverpackt. Mir wäre schon sehr recht, wenn man es gute Marketingleute haben, die taktisch planen können, die den Vertriebsfokus haben, die mit Datenzahlen umgehen können und dann ist uns allen schon sehr geholfen. Vielen Dank, meine Damen und Herren, für diese Einstiegsrunde. Also wir nehmen mit, der Anspruch ist nicht gut, der hoch genug, der Anspruch ist nicht klar genug, das ist die Frage der Automatisierung und aus der Studie vor allem der Eindruck, operativ ist das Marketing in Österreich gut aufgestellt, aber strategisch nicht so sehr. Jetzt, wenn wir uns einig sind darüber, dass das Marketing in Österreich nicht den Anspruch hat, dann würde ich gern einmal fragen, wieso ist denn das so? Sekunde nur, einen Moment bitte. Wann und wo ist man da falsch abgebogen? Das war auch eine Frage, die wir schon vom Publikum bekommen haben. Lässt sich das verorten? Und Ricardo, weil du die Branche schon lange verfolgst, ich will nicht sagen, dass du alt bist, aber du verfolgst die Branche schon sehr lange. Du hast einfach so wahnsinnig früh begonnen, sagen wir so. wollte ich gleich den Ball wieder zurück zu dir spielen, weil du ja auch in Deutschland sehr viel Erfahrung gesammelt hast mit riesigen Unternehmen, Lufthansa etc. Mein Eindruck war immer der, in Österreich war das Marketing eine sozusagen lebhafte Disziplin, als Unternehmen wie Procter & Gamble, Unilever etc., hier in Österreich noch richtig Marketing-Man- und Woman-Power hatten. Die wurden sukzessive abgezogen und sowohl die Menschen als auch die Entscheidungskompetenzen sozusagen in die Headquarters
nach London, Amsterdam oder wo immer gebracht. Ist es so einfach, das zu sagen, dass sozusagen in der Sogwirkung von diesen großen Unternehmen das Marketing an Stellenwert und an Substanz in Österreich verloren hat? Oder steckt da noch mehr dahinter? Was ist dein Eindruck? Naja, das Erste ist sicher, es ist natürlich kostengetrieben. Ja, wenn du dir diese Procter & Gambles dieser Welt ansiehst, die Adidas, die Lufthansas und so weiter, das sind das alles Unternehmen, die unter einem massiven Kostendruck bestehen müssen und die natürlich sparen müssen. Und man darf halt Österreich auch in diesem internationalen Kontext, so sehr ich Österreicher bin und Österreich liebe, darf man nicht zu groß machen. Ja. Aber es ist nicht so, dass sich die in den großen Märkten die Unternehmen so einfach tun mit Marketing-Transformationen. Also ich durfte vor ein paar Jahren, durften wir einen globalen Sportartikelhersteller begleiten, mit der einige Streifen hat in der Marke. Also es wird ihm jetzt wohl jedem sagen, worum es geht. Und die waren eine Brand-driven Organisation. Jetzt habe ich gesehen, der Thomas Hotko hat auch hineingeschrieben, den ich sehr schätze, mit dem ich auch zusammengearbeitet habe. Das Markenthema ist wichtiger denn je. Nur das Problem dort in dieser Organisation, die wir vorgefunden haben, das waren Menschen, die vorwiegend werbetechnisch orientiert waren. Also die waren verliebt in bunte Bilder. Und die haben sich irrsinnig schwer am Anfang getan mit einer digitalen Transformation, worum es da gegangen. Wie schafft man es innerhalb von 5 Jahren 250 Millionen Konsumenten personalisiert anzusprechen? Und da brauche ich ein anderes Know-how und eine andere Denke. Und da brauche ich CRM-Know-how, da brauche ich analytisches Know-how. Und da haben sich die klassischen Brandmanager, wenn man sie so bezeichnen mag, schwer getan, die sehr stark kampagnenorientiert, aber rein auf eine, die haben sich halt mit Out of Home leicht getan, die haben sich mit Print leicht getan, aber wenn es darum gegangen ist, um Personalisierung und dann noch Kampagnen zu entwickeln, die EBIT oder Deckungsbeitrag getrieben sind, dann ab diesem Zeitpunkt, wo diese Komplexität gekommen ist, sind sie ausgestiegen und deswegen glaube ich auch an diese Interdisziplinarität. Also es ist ganz wichtig, sage ich, ein vielfältiges Team zu haben. Oft ist das natürlich in Österreich schwer, deswegen brauche ich Spezialisten, unterschiedliche, die ich mir heranziehen muss. Also Insourcing ist gut und schön, haben wir auch betrieben, aber nur alles inzusourcen ist auch nicht ideal. Vielen Dank. Frau Baumschlager, können Sie uns ein bisschen erzählen, wie das bei BIPA oder in der Rewe-Gruppe ist? Wie ist da der, ich frage mal ganz platt, Stellenwert, wie ist der Stellenwert des Marketing? Und was würden Sie sich wünschen, wo könnte man ansetzen, glauben Sie jetzt anhand Ihres Unternehmens, dass das Marketing den Stellenwert bekommt, den es verdient? Also ich bin jetzt nicht unzufrieden mit dem Stellenwert vom Marketing, sage ja ganz offen, gleich vorneweg. Also aus meiner Sicht ist es einfach so, dass historisch der Einkauf im Handel immer, wie soll ich sagen, so ein bisschen das Sagen hatte. Dass sich das aber schon, sage jetzt einmal, gedreht hat in den letzten Jahren. Aus meiner Sicht ist Vertrieb, Einkauf, Marketing so mehr oder weniger dass der Dreiklang, wenn der gut zusammenarbeitet, dass das ganze Business wirklich auch erfolgreich läuft. Also was aus meiner Sicht ein bisschen die Herausforderung ist, ist immer das Thema Image versus kurzfristig Umsatz generieren. Das ist aus meiner Sicht ein bisschen dieses Dilemma im Handel, weil im Prinzip, sage jetzt mal, diese Belebung der Marke im Prinzip halt nicht so schnell funktioniert, das schon sehr viel Aufmerksamkeit braucht. Aber wenn im Handel einmal ein paar Wochen der Umsatz nicht so gut ist, schaut man halt eher drauf, dass man wieder kurzfristig Umsatz aktiviert. Da braucht man viel Kommunikation dazu, was natürlich auch Geld kostet. Und das ist so quasi ein bisschen das Thema, was ich im Handel halt einfach spüre. Also ich sehe das jetzt weniger, dass das jetzt irgendwie so keine Ahnung, dass man jetzt irgendwie zu wenig Aufmerksamkeit bekommt, von wem auch immer, oder dass wir jetzt zu wenig gehört werden. Also aus meiner Sicht ist es einfach eine extrem vielfältige Aufgabe, einfach so viele verschiedene Themen, Produkte, Industriemarken bis Eigenmarken mehr oder weniger zu aktivieren, zu kommunizieren. Und dann halt immer dieser Trade-off zwischen, was ist kurzfristig extrem schnell nötig und dem, was ist eben langfristig wichtig, sinnvoll.
Herzlichen Dank. Ganz, ganz offen gefragt, inwieweit sind Sie in strategische Entscheidungsprozesse eingebunden als Marketing? Komplett involviert. Also es gibt ein Leadership-Team, das sich quasi wöchentlich trifft, wo man selber seine Ideen einbringen kann, wo aber auch die anderen Ideen diskutiert werden. Also aus meiner Sicht ist das sehr gut. Herzlichen Dank. Gut. Alexander Oswald, Ihr Blick auf den Stellenwert. Ein bisschen haben Sie ja schon in Ihrem Eingangsstatement gesprochen darüber, nämlich den Anspruch, den das Marketing stellen muss. Aus Ihrer Erfahrung, wo ist was schiefgegangen und wie kann man es reparieren? Weil nur zu sagen, wir stellen den Anspruch, CEO zu sein, weil das Controlling, was das Controlling kann, das können wir schon lang und kreativer, wird vielleicht nicht ausreichen und es wird wahrscheinlich ein paar Jahre dauern, um diesen Anspruch dann auch wirklich umzusetzen. Ja, absolut. Ich möchte mal so beginnen, weil der Ricardo auch gerade dieses Beispiel gebracht hat, wie sehr es sich verändert hat. Ich habe in 10 Jahren bei Nokia 5 Restrukturierungen erlebt. Und wir waren ein wirklich gut eingespieltes lokales Führungsteam, das am Schluss für 15 Länder verantwortlich war. Und wir haben es aber nie für selbstverständlich gehalten, dass wir quasi schon irgendwie bedacht werden. Also ich sage es mal so, da ist ein wahnsinniger Lobbying-Prozess, der Ricardo kennt es, wie das rennen kann, dahinter gelaufen, dass quasi der Standort Wien gegen einen anderen Standort gewonnen hat. Ja, also wir haben ja auch deswegen so viele internationale Jobs verloren, weil das die Ungarn und vor allem die Tschechen und die Polen einfach sich besser in internationalen Konzernen verkauft haben. Und dasselbe gilt jetzt auch für die Disziplin des Marketings an sich. Also es wird kein Prinz kommen und uns irgendwie aus dem Dornröschenschlaf herausholen. Wir werden uns schon auf die Hinterbeine stellen müssen und uns ein paar Mal eine blutige Nase holen, weil uns halt die Tür vor der Nase zugemacht wird, so du, danke, ich ganz lieb. Aber wir werden uns unseren Platz wieder erkämpfen müssen. Und das Spannende finde ich, so wie du gesagt hast, Ricardo, eigentlich früher, wo wir auf Marktforschung angewiesen waren, im Marketing, ja, also gar keine direkten Daten hatten, ja, sondern, sagen wir mal, vielleicht doch ein kleines Geschichterl erzählt haben, da hatten wir unseren Platz und wir haben es einfach wirklich verabsäumt, dieses zahlengetriebene Element als etwas ganz, ganz Positives und Nützliches zu verwenden, unsere Standpunkte gegenüber Sales und auch Controlling zu dokumentieren und einfach zu zeigen, was da für eine Leistung dahinter steht und auch zu zeigen, dass wir ganz andere Blickwinkel drauf haben. Ja, und ich merke das oft, also der Umgang mit Daten ist vielfach in den Unternehmen noch, wenn da Reports reinkommen etc., zuerst werden sie am Server gelegt und dann schaut man sich das dann irgendwann an. Wir müssen halt viel, viel aktiver damit arbeiten. Es gibt wirkliche Schätze darin und da liegt auch die Argumentation drinnen. Und mit dem werden wir es dann an die Position schaffen. Also wenn ich das richtig verstehe, durch die Vereinnahmung der Digitalisierung, der Daten etc. könnte es dem Marketing gelingen, einen größeren Stellenwert im Unternehmen zu bekommen. Absolut, weil man ja oft vorwirft, so quasi, naja, wofür wird das alles überhaupt gemacht? Und das sind ja alles nur Kosten. Man könnte durchaus heute auch beginnen, die Kundenbeziehung quasi in Zahlenform viel besser darzustellen. Aber ich wiederhole nochmal, das allererste ist, es wird einem nichts geschenkt. Ja, wir haben uns zurückdrängen lassen durch andere Funktionen, die haben sich einfach besser verkauft und das ist jetzt unser Job. Wir müssen uns selbst vermarkten. Frau Engsberger, würden Sie das unterschreiben? Ja, würde ich schon. Also das Marketing muss ich halt einfach immer in einer gewissen Weise auch behaupten. Merkt man, finde ich, auch in vielen großen Unternehmen. Ja, also ich würde es unterschreiben, ja. Und glauben Sie, welche Rolle, glauben Sie, kommt da, weil wir über das Berufsbild sprechen. Ein Berufsbild hat meistens eine klar abgegrenzte Ausbildung. Schon allein das ist im Marketing nicht so wirklich gegeben. Es gibt natürlich Lehrgänge, es wird Teil des Wirtschaftsstudiums etc. Welche Rolle kommt da Ihrer Meinung nach der Ausbildung, also der fachspezifischen Ausbildung zu?
Ich denke, eine gute Ausbildung ist sicherlich eine Basis für die Tätigkeit im Marketing. Ich selbst bin auch diesen Weg gegangen. Ich habe an der Wirtschaftsuniversität Wien studiert, habe mich auf Marketing und Vertrieb spezialisiert und habe gemerkt, das richtige Arbeiten und die Erfahrung sammelt man dann erst hands-on. Gerade das Marketing hat sich in den letzten 10 Jahren so stark verändert und sich immer wieder neu gefunden. Gerade die Digitalisierung hat das sicherlich viel dazu beigetragen. Die Ausbildung alleine, wie gesagt, glaube ich nicht, dass einen zu einem perfekten Marketer macht. Sie macht sicherlich viel aus, aber Berufserfahrung beziehungsweise das Leben im Marketing zu erleben, das, glaube ich, prägt jemanden und bringt einen sicherlich auch weiter. Herr Pelzl, würden Sie das unterschreiben? Ja, nur bedingt, weil ich habe, also ist jetzt unfair, weil ich habe eine schnelle Eigenstudie gemacht, weil aufgespielt worden ist die Ausbildung und bin ganz schnell auf die WU-Seite gegangen. Das heißt, auf die Wirtschaftsuni Wien und dort in die Sonder-BWL hinein. Und das ist erschreckend genug, was man dort findet. Das heißt, also wenn ich jetzt wieder aus einem Disruptionsblick drauf schaue, alles was Analytics ist, kann die Maschine übrigens besser. Also mit Zahlen kennt sich jeder Rechner besser aus, als wie jeder Mensch das jemals machen wollte. Außer Controller und diese nach hochgefährdet ersetzt zu werden. Das heißt, das ist gar nicht so einfach. Aber es ist verblüffend, wenn du heutzutage drauf schaust, wo kommt in die Unternehmen Innovation her? Das heißt, von den Jungen, das heißt, alles, was mit AI zu tun hat, alles, was mit Ledger-Technologien zu tun hat, alles, was mit Analytics zu tun hat, sind junge Leute, sind zwischen 19 und 26 und wissen, bevor sie ins Unternehmen reinkommen, mehr als wie die, die im Unternehmen drin sitzen. Das ist einmal das Erste. Das heißt, das Wissen ist im Moment draußen, weil es so schnell entsteht. Das heißt, im Unternehmen haben sie kein Wissen und die draußen haben das meistens autodidaktisch angeeignet. Growth Hacking und Co. Alles autodidaktische Geschichten. Das ist eigentlich verrückt. Und wenn ich jetzt auf die WU-Seite drauf schaue, dann steht dort, wie muss ich sein, was lerne ich denn, wenn ich die Sonder-BWL Marketing mache auf der WU Wien? Da steht drinnen, die Sonder-BWL Marketing steht für eine anspruchsvolle, methoden- und forschungsgeleitete Lehre mit starkem Praxisbezug. Wir ermöglichen eine exzellente Ausbildung, die sie auf eine erfolgreiche Karriere im Marketing vorbereitet. Das bedeutet konkret, und jetzt kommen 4 Punkte. Sie wissen, was ein Marketing, Sie wissen, wie man einen Marketingplan erstellt, deswegen haben wir alle angekreuzelt in der Umfrage, kennen die wichtigsten Marketinginstrumente, richtig, 4P, ist nur nie ein zusätzliches Dazukommen, können auf quantitative und qualitative Methoden hingehen, und dann gibt es noch einen letzten Punkt, der geht auf spezielle Branchen und Wirtschaftssektoren, zum Beispiel Industrie, Dienstleistung, Non-Profit, B2B und neue Produktentwicklung. Da kommt kein einziges neues Wort vor, da kommt nicht einmal Data Analytics oder sonst was vor und da fängt das Dilemma an. Deswegen unterschreibe ich das nur bedingt. Dort hakt es ja schon. Das hakt schon auf der Seite. Ich habe es immer nur schnell da am Smartphone aufgemacht. Mal, wo ist die Quelle von dem Ganzen? Natürlich lernt man es on the job. Klar, haben wir alle gemacht. Querfeld ein und, und. Aber ich meine, weder ist das sexy, dorthin zu gehen, das heißt, da frage ich mich überhaupt, wenn ich heutzutage cool bin und irgendwas bewegen will, egal ob strategisch oder operativ, ob das anziehend ist. Und das Zweite ist, die neuen Themen, die gibt es in den Unternehmen gar nicht. Das heißt, die Unternehmen wissen ja gar nicht, wen sie suchen und wie sie das Profil genau schreiben sollten. Gerade wenn ich auf Data gehe oder auf AI gehe oder so etwas. Übrigens nicht nur im Marketing. Ich finde das total spannend, weil da tun sich sozusagen zwei Wege auf. Was Sie gerade geschildert haben, ist, und das klingt sehr plausibel, ist, man muss sozusagen wirklich hinein, ganz an die Front der digitalen Neuentwicklungen. Und dort, das gibt es halt Menschen, die werden das nicht mehr können. Und dann muss man sich halt sozusagen die Jungen anschauen und holen dort sozusagen die immer up-to-date Hyperspezialisten sein. Gleichzeitig haben wir aber gehört, wir wollen eigentlich versuchen, das Marketing wieder mehr in eine strategische Überblicksfunktion zu bekommen, wo man mitreden kann bei den großen Strategien, bei den großen Entscheidungen. Das ist doch ein bisschen eine Diskrepanz. Beides wird sich doch nicht ausgehen. Doch. Doch? Ich glaube, dass sich beides ausgehen könnte, weil der Weg, also rein das analytisch-operative, könnte automatisiert werden.
was kann nicht automatisiert werden, wo der Mensch ein Stück halt besser ist. Das heißt, der nimmt sich natürlich die Dinge aus der Analyse, aber baut sie kreativ zusammen. Das heißt, wenn ich schaffe, das Marketing oberhalb aufzugehen, einen strategisch kreativen Blick zu kriegen, übrigens etwas, was auch schon seit 40 Jahren diskutiert wird und manchmal in Prozessen dann gemacht wird, dann habe ich sehr wohl die Möglichkeit, also diesen Weg nach oben zu gehen und beziehungsweise von oben drauf zu kommen. Aber die Frage ist, jetzt alle sprechen über Transformation. Ist das Marketing eine Profession, das die Transformation mitgestalten oder führen kann? Das heißt, wer führt die Transformation? Und desto mehr das Marketing wahrscheinlich die Fähigkeit hat, dort mit transformierend mitzudiskutieren. Im Handel ist das sicher der Fall. Deswegen gibt es diesen Leadership Circle und so weiter bei Bipa oder bei der Rewe. Auch nicht nur bei Bipa, bei Villa und Co. Das heißt, dort ist es näher an dem Punkt, aber wenn es einen Input geben kann, transformierendes Know-how hat, Zahlen hat die sonst, also Zahlen in dem Sinne nicht selber gefunden, sondern interpretiert hat, die sonst keiner hat, einen Blick auf die Zukunft hat, wo es denn hingeht, den sonst keiner hat, dann wird es gefragt werden. Das heißt, wie notwendig ist ein Marketing überhaupt? Wenn man notwendig teilt, als die notwendend, das ist also ein schönes Wort, also desto notwendiger es wird, desto mehr es da oben den Blick hat, desto mehr es vielleicht auch diese neuen Skills kriegt oder nutzt oder die Maschinen machen lässt, umso mehr. Irgendwer muss ja das steuern. Möchte jemand in der Runde darauf replizieren? Sehr gerne, wenn du möchtest. Bitte. Habe ich mich vorgedrängt? Wollt ihr andere? Alles gut, sag nur. Okay, danke Alexander. Also ich möchte jetzt keine Lanze brechen für meine Alma Mater, das ist auch die Wirtschaftsuni Wien und ich habe neben Wirtschaftsinformatik auch Marketing studiert. Es war eine gute Basis und ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Ich meine, die beste Schule und die beste Ausbildung ist das Leben und die Neugier. Ja, diese Kombination aus den beiden, glaube ich, ist das Beste, um, sage ich, möglichst weit zu kommen und dann auch noch das Interesse vielleicht zu haben, ganz stark über den Tellerrand zu blicken und auch international zu blicken. Noch einmal zu diesem strategischen und analytischen. Ja, ich stimme zu und da bin ich voll bei Markus Betzl. Das Daten und das Analytische, da kann man ganz viel automatisieren. Aber jetzt komme ich auf mein Wirtschaftsinformatikstudium zurück, ja. Es gibt Daten und aus Daten entstehen Informationen und daraus Wissen. Und echtes Wissen oder Interpretation von Information und Wissen, das werden immer hoffentlich, ja, zumindest glaube ich, vielleicht bin ich da Dinosaurier, das werden dann immer noch Menschen machen. Also wir arbeiten mit ganz viel analytischen Daten, wir arbeiten auch mit künstlicher Intelligenz und so weiter und so fort. Aber am Ende des Tages, die wirklichen strategischen und aber auch taktischen Entscheidungen, muss dann am Ende des Tages ein Management treffen. Ja, also aus der Situation, aus dieser Verantwortung werden wir nicht genommen, weil wenn ich meinen Aufsichtsräten sage, naja, mein Analytics-Dashboard hat entschieden, dass ich jetzt nach links gehen muss, aber nachher mache ich 5 Millionen an Verlust, dann hauen sie mir raus, aber umgeschaut. Also bin ich sofort am nächsten Tag draußen. Also am Ende des Tages tragen die Verantwortung die Menschen, die Organisationen gestalten. Und ich möchte noch einmal von dem wegkommen zu sagen, so dieses zu stark auf dieses Jahr, es gibt strategische Strategie, Marketingstrategie, aber viel wichtiger ist die übergeordnete Strategie und dass die Mitarbeiter im Unternehmen, ja, dieser Strategie folgen und dass es diese Kultur herrscht, das zu integrieren. Und auch dieses, was mir gut gefallen hat, da war ein ganz wichtiger Punkt in dieser Studie, das war dieses Silo-Denken. Das größte Problem von Organisationen, dass sie nicht weiterkommen, ist Siloisierung. Ja, dass sich Leute in Silos zurückgehen, weil oft, heute haben wir ja nicht wirklich die richtigen, also es gibt wenige Unternehmen in Österreich, wenn wir ehrlich sind, die richtige Marketingabteilung haben. Es gibt eine Marcom-Abteilung, es gibt einen UX-Bereich, es gibt im Product Management, das ist in der Business Unit manchmal integriert. Also das ist so vielfältig. Das heißt, es müssen sich diese Leute virtuell und physisch treffen, um ein gemeinsames Ziel zu verfolgen. Und ich glaube, die größere Herausforderung sogar ist noch die von der Unternehmensleitung und von der Unternehmensführung. Und egal, ob sie eine Marketing-DNA, eine Finanz-DNA, was sie auch immer hat, zu orchestrieren, um bestmöglich, sage ich, einen Kurs zu verfolgen und erfolgreich zu sein.
Ich möchte auch das noch aufgreifen. Ich möchte das noch aufgreifen, ist also und zwei Dinge dazu sagen ist. Also erstens, ich unterrichte selber viel. Was mir immer wieder auffällt, ist, ja, ich finde das total gut, dass ein Praxisbezug drinnen ist, viel stärker als früher und dergleichen. Aber man muss schon sagen, ist, wir produzieren eine neue Generation an hochoperativen Kräften. Die sind gut ausgebildet, da ist nichts dagegen zu sagen. Die wollen tun, die sind motiviert, das ist alles schön. Aber denen wird der Blick über den Tellerrand etc. gar nicht mehr beigebracht. Ja? Und vielfach wird an Curriculi fürs Jahr 2030 bereits in den ausbildenden Organisationen gearbeitet. Also da muss man wirklich ganz, ganz hart eine Trendumkehr hineinbringen. Ich möchte vielleicht noch einen Aspekt hineinbringen, weil da bin ich ein bisschen mehr beim Ricardo als beim Markus in der Betrachtung. Ich finde es total gut, wenn man sich auf neue Dinge stürzt, neue Innovationen ausprobiert, datengetriebener das macht. Aber ich muss schon auch sagen, es braucht unter Anführungszeichen irgendeine Philosophie dahinter. Um es jetzt mit der Autobranche zu sagen, bin ich Vorsprung durch Technik oder Freude am Fahren? Das heißt, was muss ich denn nachher mit all diesen Daten und Analysen eigentlich noch machen? Und da möchte ich einen Aspekt einfach einbringen, ist, ich glaube, es würde der Marketing-Community wahnsinnig gut tun, wenn sie als, wie soll man sagen, Endprodukt ihres Tuns aufhören würden zu denken, dass quasi eine Kampagne sein muss. Ja? Mein Beispiel ist, wenn ich unterrichte, immer Spotify. Solange die Algorithmen von Spotify so gut sind, dass ich 10 automatisch generierte Playlists nach unterschiedlichen, wie soll man sagen, Spezifika meines Musikgeschmacks bekomme, nutze ich die App immer mehr, weil sie so gut ist. Das heißt, die brauchen kein CRM-Programm mehr. Niemand muss mir alle 14 Tage schreiben, hast du schon diese Funktion entdeckt und möchtest du nicht mal irgendwie mehr Jazziges hören? Das ist Teil des Produkts geworden. Und ich glaube, diese Denke muss viel, viel mehr in die Köpfe hinein, was man mit Daten machen kann. Ja, das Ergebnis, ja, wenn ein Post herauskommt oder ein Plakat, nichts dagegen zu sagen. Aber es kann nicht mehr immer das Ergebnis unseres Tuns sein. Wir müssen Funktionalitäten, wir müssen Services schaffen, wir müssen Teil einer Technologie sein, die den Kunden so umschmeichelt, dass es quasi der gar nicht anders mit uns arbeiten will. Vielen Dank. Ich möchte zwei Fragen aus unserem Publikum aufgreifen zu dem Thema Aus- und Weiterbildung. Die eine von Erwin Hemmetzberger, der meint, der große Faktor im Marketing, der gröblichst vernachlässigt wird, ist Psychologie, der Rest ist Handwerk. Meiner Meinung nach liegt es hier am falschen Ausbildungskurriculum. Und die zweite Wortmeldung war von Martina Zöbel. Da geht es vor allem um den Studiengang Marketing und Sales Management an der Fachhochschule. Welche Inhalte braucht es? Was sind sozusagen die Inhalte, was sind die Elemente einer gelungenen Marketing-Ausbildung? Frau Hengsberger, können Sie dazu was sagen? Ja, melde ich mich gern zu Wort. Wir trainieren selbst unsere Kunden sehr stark im Innovationsmanagement und natürlich auch im Marketing. Und wo wir immer eine sehr positive Resonanz bekommen, ist, wenn man den Personen auch Tools mit an die Hand gibt, ja, Funktionalitäten. In der Ausbildung selbst ist oftmals sehr viel Theorie mit dabei, wo super toll Prozesse beziehungsweise auch eventuell vielleicht Software oder Abläufe beschrieben werden. Aber wenn man das Ganze mal hands-on probieren kann und auch selbst experimentieren kann, haben wir gemerkt, ist der Benefit doch meistens ein sehr großer. Also auch, um wirklich auch mal Erfahrung zu sammeln. Also, ja. Und Frau Baumschlager, worauf achten Sie, wenn Sie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anwerben? Und was würden Sie sich sozusagen, was deren Ausbildung betrifft, noch mehr wünschen? Die Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten. Also ich schaue eigentlich immer eher ein bisschen so auf die Soft Facts, weil mir vorkommt, dass die Ausbildung immer relativ ähnlich ist bei den Bewerbern. Und mir geht es eigentlich immer um diese Passion und Neugierde, dass man halt das einfach mitbringt. Also ich denke mal, gerade in diesem ganzen digitalen Thema ist das, was man irgendwie vor 2 oder 3 oder 4 Jahren gelernt hat,
maximal die Basis. Also wenn man da nicht andauernd dran bleibt, dann ist es das nicht. Das heißt, für mich ist es immer nur das Fundament und dann ist es eher so, was sonst noch rüberkommt, das nachher den Ausschlag gibt. Also ich kann da jetzt nicht sagen, dass es genau die Ausbildung ist. Also das ist bei mir nicht das Entscheidungskriterium. Das ist immer nur die Basis. Ja. Genau, richtig. Und wie halt jemand da rangeht, wie sich jemand dafür interessiert, was man sich, gerade im Marketing finde ich halt auch, dass es so schwierig ist. Das ist nicht jetzt einfach nur ein Job von 9 to 5, sondern das ist etwas, das interessiert mich doch die ganze Zeit. Also egal, ob ich jetzt im Urlaub bin oder irgendwo durch eine Stadt gehe, also ich sauge das auf, was andere machen, komplett von anderen Branchen. Und also das versuche ich halt auch immer in einem Gespräch ein bisschen so rauszufiltern bei den Bewerbern, ja, ob das halt dann auch ein bisschen in diese Richtung geht. Eben weil es kann nicht stillstehen mit einer Ausbildung. Also das ist, also wie ich studiert habe, A-Wirtschaft mit Schwerpunkt Marketing und Kommunikation, da hat es überhaupt nichts Digitales gegeben. Ja, dann, keine Ahnung, habe ich irgendwann einmal einen Diplomlehrgang gemacht vor 10 Jahren für neue Medien. Also nochmal, das ist... Also ich kann auch jetzt nicht wirklich mitreden im Sinne von wirklich digitalem Marketing. Da habe ich jetzt auch Spezialisten im Team. Aber zumindest muss ich mich so dafür interessieren, dass ich eine Ahnung habe, was es da alles gibt. Ja. Und insofern glaube ich, dass Soft Facts, also für mich halt das Geheimnis sind für die Auswahl der richtigen Personen. Ja. Wir haben eine sehr spannende Frage hereinbekommen von Thomas Hotko von Brains. Da geht es darum, warum Marken als Vermögenswerte eines Unternehmens nicht in der Bilanz sozusagen aktiviert, also als Vermögenswert dargestellt werden. Das würde sozusagen die ganze Disziplin automatisch auf eine ganz andere Ebene heben. Thomas Hotko formuliert es so, das ist die Ebene, die Aufsichtsräte, Eigentümer und Aktionäre interessiert. Und damit wäre Marketing plötzlich in einen ganz anderen Blickpunkt. Ich kann dazu leider nicht sagen, warum das so ist. Die Frage an meine Expertinnen und Experten. Ricardo, kannst du dazu was sagen? Gerne. Ich kann gerne was dazu sagen. Ich hatte auch dazu schon mit dem Thomas hier und da meine Diskussionen. Jetzt schon länger nicht mehr, aber das können wir sicher wieder auffrischen. Die Schwierigkeit mit der Aktivierung ist folgende. Wenn ich das als Asset aktiviere, dann habe ich die Herausforderung, dass eine gewisse Volatilität dahinter steht. Was heißt das? Nehmen wir an, wir nehmen jetzt die Marke KSV 1870, die im B2B-Bereich eine ungestützte Bekanntheit hat, wahrscheinlich von 99% oder 98%. Ja. Dann sage ich, okay, dieser Markenwert, sagen wir, sind 10 Millionen Euro wert. Würde es jetzt dem KSV relativ schnell schlecht gehen, ja, könnte ich sagen, oder ich komme ins Minus und möchte den KSV verkaufen, dann habe ich die Volatilität, dass dieser Markenwert, der vorher 10 Millionen in einer Bilanz steht, aber dann in einen Notverkauf gehen muss, einen ganz anderen Wert darstellt. Ja. Also es ist für die Wirtschaftsprüfer, die KPMGs, die Ernst & Youngs und alle dieser Welt, sehr schwer greifbar, diesen Markenwert zu definieren, weil er so schwer greifbar und operationalisierbar ist. Natürlich kann man jetzt ein Framework schaffen, wo ich sage, ja, der Aktienkurs im Zusammenhang, mit wie vielen Kunden hat das Unternehmen und so weiter. Aber es ist trotzdem, man müsste ja einen Markenwert schaffen, auch auf jegliche Branche bezogen. Ja? Also auch das kommt noch dazu. Da kommen solche Multidimensionen zusammen. Und ich glaube, bis dato hat noch niemand so diesen Weg gefunden, ja, dieses Ei, dieses goldene Ei gefunden, wie man das löst, das Ei des Kolumbus. Aber vielleicht, ich gebe da nicht die Hoffnung aus, dass der Thomas mit Brains da einen Weg einmal finden wird, vielleicht. Ja, auf jeden Fall ein spannendes Thema für einen nächsten Marketing Circle unter Hinbeiziehung von Wirtschaftsprüfern und Bilanzexperten. So, ich schaue weiter in die Fragen. Ich bin sehr zufrieden mit dem Publikum. Da kommt alles Mögliche herein. Stichwort Data-Driven Marketing. 3 der 4 Ps basieren eigentlich auf Zahlen, also die berühmten 4 Ps aus dem Marketing, die sicher Sie alle auswendig kennen, ich jetzt leider nicht mehr. Der Großteil versteht heute unter Marketing eigentlich nur mehr Promotion, Kommunikation. Das ist wohl ein bisschen so, dass Marketing zu sehr auf Werbung, Promotion
abzielt. Ich glaube, das haben wir bis zu einem gewissen Grad schon besprochen. Frau Baumschlager, wie ist das bei BIPA? Was, wenn Sie so Ihr Team sich vor Augen halten, wo liegen so die Schwerpunkte, die Kollektiven in der operativen Tätigkeit? Da ist es so, wie es quasi gesagt worden ist, also eigentlich Kommunikation in verschiedensten Ausrichtungen. Also bei uns geht es sehr viel um Handelsmarketing, also klassische Aktionskommunikation, das heilige Flugblatt, die praktisch gesamte Kommunikation in den Filialen, die BIPA-Dachmarke logischerweise als eins der Hauptthemen. Dann ist bei mir auch dabei das Thema Eigenmarkenstrategie und Kommunikation. Da schaut es immer ein bisschen anders aus, weil da geht es definitiv auch um das Thema, zu welchem Preis man verkauft, wie man das Ganze platziert und so weiter. Und dann ist halt sehr stark das Thema auch digital logischerweise und Content und PR. Also das ist circa das, was das Team bei mir abdeckt. Und dann auch noch Employer Branding und Personalmarketing, um es abzuschließen. Das Thema ist aus meiner Erfahrung her, wenn Marketing einfach irgendwas kommuniziert und quasi da nicht der Schulterschluss ist mit dem, was das Angebot ist, ja, dann wird das extrem schief gehen. Also man hat in anderen Konzernen, also ich komme ja klassisch aus der FMCG-Branche, ja die Möglichkeit auch eben das Thema Produktentwicklung, Pricing und so weiter auch im Marketing mitmachen zu dürfen, bis hin eben auch Packaging und so weiter. Also das ist halt dann so quasi dieses Marketing, wie es aus meiner Sicht halt perfekt ist. Im Handel muss man halt schauen, dass man nicht irgendwie was verspricht, was nachher der Kunde in der Filiale nicht findet. Also das sehe ich als die große Gefahr. Das heißt, da müssen wir uns halt einfach entsprechend akkordieren mit Vertrieb und Einkauf. Einmal mehr. Ja. Dass es nicht schief geht. Nein, das wäre wirklich, das ist ganz, ganz schlecht aus meiner Sicht, wenn man irgendwas overpromised oder so. Also das wäre fatal. Sabine Artmeier hat uns die Frage gestellt, wie viel Know-how sollen, können junge Marketeer mitbringen, wenn sie in Unternehmen arbeiten, in denen die Entscheidungsträgerinnen Neues nicht oder nur wenig zulassen, Digital Natives die Kompetenzen nicht zuschreiben. Sollten nicht Entscheidungsträgerinnen auch in ihre eigene Fortbildung investieren bzw. lernen, jüngere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mehr zu vertrauen? Sie schauen zumindest durch das Zoom sehr jung aus, Frau Baumschlager, aber ist das tatsächlich ein Thema? Nein, ist das tatsächlich ein Problem? Also der Punkt ist, das Thema ist wirklich, man muss immer irgendwie aktuell sein aus meiner Sicht, aber man kann es nicht. Also in Zeiten wie diesen braucht man einfach halt wirklich Leute aus verschiedensten Bereichen, die einfach halt ihre Sparte wirklich gut können. Und aus meiner Sicht geht es nur, indem man halt dann auch eine gewisse Kompetenz übergibt, beziehungsweise auch ein Vertrauen hat, ja. Also der Punkt ist allein in diesem ganzen digitalen Bereich. Es ist unfassbar, was sie da immer tut. Und wenn man da nicht auf jedem Thema irgendwo einen Spezialisten hat, wurscht, ob jetzt intern oder extern, und dem muss ich vertrauen, ja, weil sonst bin ich wahrscheinlich 24 Stunden, 7 Tage die Woche beschäftigt, mich selbst am Laufenden zu halten, und dann würde ich es auch nicht schaffen. Ja? Also das ist, aus meiner Sicht braucht es beides. Also selbst auf alle Fälle immer zumindest ein gewisses Grundlagenwissen zu haben. Also das ist zumindest der Anspruch, den ich selber schon an mich auch stelle. Aber dann halt auch die entsprechenden Ressourcen zu finden, ja, die halt dann die Details wirklich können. Dazu gibt es auch passend eine Frage von Martin Wilfing, die kam allerdings über den Chat und nicht über die F&A-Bereich. Daher eine kleine Rüge an Martin Wilfing an dieser Stelle. Aber die Frage passt so gut, dass ich sie trotzdem vorlese. Wie kann man die Änderung des Mindsets beschleunigen? Also nicht nur bei den Marketingverantwortlichen, sondern auch bei C-Level im Unternehmen. Und die Frage würde ich gerne weiterreichen an unseren Oberdisruptor hier, Markus Petzl, bitte. Naja, das ist die zentrale Frage in allen Unternehmen im Moment. Das heißt, meistens ist es so, dass dann, das war bei anderen Themen auch so, da kommt dann das C-Level von einer Konferenz zurück, sofern sie überhaupt noch auf Konferenzen war, oder sie etwas zugespielt kriegt, und dann geht es ganz schnell. Also wenn Ihnen ein Thema wichtig ist, ist meistens schnell. Das mit dem Mindset ist,
Es geht alles in diese Metakompetenzen hinein. Also auch wenn ich jetzt aufs Marketing draufschaue, das heißt, wenn die Themen unten so schnell wären, okay, muss ich oben öffnen anfangen. Eine von den Metakompetenzen ist dann offener zu sein, also zulassender zu sein, verändernder zu sein zum Beispiel. Das ist, wenn man ein bisschen gediegener ist, nicht ganz so einfach. Und vor allem, wenn man jede Menge Assets hat, auch nicht ganz so einfach, weil die muss ich auch irgendwie erhalten. Eigentlich braucht es aber, falsche Formulierung, gar nicht eigentlich braucht, sondern das passiert ja zum Teil schon. Das heißt, auch die Vorstände wissen das mittlerweile. Das heißt, auch die wissen, dass das Thema Mindset ein Thema ist. Jetzt geigen zwar ein paar aus den USA vor, muss aber nicht nur USA oder so etwas sein. Das heißt, wie geht das, dass die so schnell wachsen? Ich meine, sind ja Riesenunternehmen, Google und Co. Sind auch Riesenkonzerne, sind heute Bogdan Gamble von heute, also von der Größe her. Das heißt, wie machen die das? Und wenn man sich anschaut, was die in Mindset investieren, dann wird bei uns jede interne Fortbildungsabteilung sofort auf C-Level geadelt werden. Das heißt, wenn man sich anschaut, wie die mit Autonomie umgehen, diese berühmten 20% bei Google, ist nicht der Schmäh, um mehr Innovation zu kriegen. Es ist ein reiner Autonomie-Skill. Das heißt, Menschen, die autonomer sind, sind innovativer und übrigens auch ein bisschen befriedigter im Job. Die haben Fitnesscenter. Bei Google gibt es ein Fitnesscenter, ein Brain Fitnesscenter. Übrigens dasselbe Modell, wie die Navy Seals verwenden. Das heißt, nur den Kopf, das ist zum Schluss das, was uns dann von der Maschine noch unterscheidet, wenn man auf Mindset geht, nur um den Kopf zu trainieren. Das heißt, das ist auch, wenn man sich die Ausbildungen anschaut oder so etwas, wo das hingeht, in Leadership Skills und in Mindsets und so etwas. Ich glaube, das ist unterwegs, Gott sei Dank. Vielleicht, wenn wir die Diskussion in 3 oder 4 Jahren noch einmal so führen würden, ich gehe mal davon aus, die C-Boards geöffnet, und zwar aus einem einfachen Grund, weil sie es in den Kennzahlen längst spüren, alle, spätestens jetzt mit der Krise. Es ist völlig egal, wo du reinschaust, du spürst es halt in den Zahlen und du musst was machen und aufmachen musst oben. Unten wird zwar gemahnt, man kann ihm was zuschieben, aber aufmachen musst du oben. Also ich kenne zumindest viele, weil sie mitten in der deutschen Autoindustrie. Ja, und die machen gerade auf. Ist fast Stereotyp, wenn du siehst, wie sie es fast parallel machen. Okay, was ist jetzt? Was ist Multi-Transforming Purpose? Alle sind auf Multi-Transforming Purpose. Aber voll super, dass sie es machen. Ist genial. Gott sei Dank. Eins möchte ich noch ergänzen, Sebastian. Ja. Ich glaube schon, dass für jeden, der auch ein bisschen vorhat, Karriere zu sein, eine ganz wesentliche Fähigkeit ist, dass ich mein Fachwissen auch an jemanden weitergeben kann, der nicht aus derselben Bereich kommt. Man hat das früher so lässig genannt, du musst ja gut verkaufen können. Der Markus hat gesagt, das C-Level kommt zurück von einer Konferenz und dann wollen sie was tun. Ja, weil es dort einer erklärt hat, dass man es zur Abwechslung auch einmal verstanden hat. Und das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Sorry, wir führen im Marketing manchmal ein Bullshit-Bingo auf an Fachbegriffen. Das wirst du selber kaum mehr anhören. Du musst das so erklären können, dass dein von mir aus 60-jähriger Vorstand dich versteht. Und es ist, auch wenn wir uns wünschen, dass Vorstände alle perfekt sind und dass die alle immer sich selbst gewahrsam sind oder so, aber die haben auch Druck, die haben einen Aufsichtsrat und Sonstiges und die haben auch schlechte Tage und die sind auch Menschen. Es liegt auch an den Jüngeren und auch an Externen wie mir. Ich habe das ja selber lernen müssen, wie ich bei Nokia raus bin und auf die andere Seite gewechselt bin. Es nutzt nichts, dass ich ein Fachwissen habe. Ich muss meinem Gegenüber das so erklären, dass der andere sich nicht überfahren fühlt, sagt, ja, jetzt habe ich verstanden, worum es da geht und ich habe auch verstanden, welchen Lösungsweg du einsetzen willst und warum das Geld gut investiert ist. Das muss man schon können. Und das fällt mir oft auf, wenn ich bei Lehrgängen Leute auf ihre Abschlusspräsentation coach. Puh, also da muss man sich selber an der Nase nehmen. Danke sehr. Ricardo wollte noch etwas sagen zum Thema C-Level. Also beim C-Level auch hier, glaube ich, da gibt es nicht schwarz und weiß und ich würde das gern differenziert betrachten, weil ich mit vielen Leuten aus dem C-Level zu tun habe. Es gibt die eine Dimension, wo ich vollkommen den Recht gebe und sage, das C-Level muss sich öffnen für Innovationsthemen, für Junge, für Wilde, für Ideen, für Kreativität hundertprozentig.
Nur ich habe leider schon viel zu oft Präsentationen erlebt, wo wir bei der Lufthansa, bei Adidas, bei Jaguar Land Rover und so weiter gestanden sind. Und dann kommt ums Eck, sage ich, ein junger, wilder, top motivierter Agenturmitarbeiter, der verkauft hat, das Schönste von der Welt. Und dann sagt einmal einer aus dem C-Level, was ist der Nutzen? Und dann ist einmal tiefe Schweigen und dann im zweiten Schritt tief beleidigt, wenn man sich umdreht und sagt, na, die verstehen es ja eh nicht. Aber man hat es nie erklärt. Also es gibt immer verschiedene, es gibt nicht schwarz und weiß. Ich glaube, auf dem C-Level muss sich jeder öffnen, offen für Innovationen zu sein. Und Innovationen entstehen nicht nur im Marketing, Innovationen entstehen überall im Unternehmen und das muss man fördern. Und dann auch nochmal zu der Verherrlichung von Google, also von den GAFAs, Google, Amazon, Facebook und Apple. Die haben, ich meine, ja, schön, die ganze Unternehmenskultur. Ich finde das toll. Ja, ich finde das wirklich gut. Aber die sind deswegen so erfolgreich, weil sie geile Produkte haben. Und ich glaube, die Unternehmenskultur, ja, die kommt auch mit dazu. Gar kein Thema. Aber ich bin auch dagegen, sage ich jetzt. Und wir haben selber uns über neue Arbeitswelten intensivst beschäftigt. Und unsere Leute sind auch alle virtuell tätig und im Homeoffice. Ich bin gegen Erwachsenen-Spielplätze in Unternehmen, bunte Bilder und alles Mögliche und so hyper, hyper modern zu sein. Also ich bin immer sehr für Erdung, aber sinnvolle Erdung und Agilität in Kombination. Also wie kriegt man das gemeinsam hin? Es muss immer. Ich glaube schon, dass ihr einen Wurzeltisch bei Wundermann gehabt habt, schon damals, oder nicht? Ja, aber das Lustige ist, weißt du, Wurzeltische hin und her da drüben, also ich bin am Europlaza und ein paar Häuser weiter sitzt die gute Microsoft und ich habe das immer bewundert, wie die Microsoft diese tollen Räumlichkeiten gemacht hat. Und da gab es auch den sogenannten Raum, wo man die Rückzugszone gegeben hat. Also das waren so Kojen, da hat man sich hier zurücklegen können und nachdenken können. Da ist in unserem Kulturkreis geht da niemand rein. Genauso wenig, wenn es auf Fitnesscenter bei uns hast. Die Leute gehen nicht ins Fitnesscenter mit ihren Mitarbeitern und Kollegen. Das passt in unseren Kulturkreis nicht. Also bitte auch immer zu achten, wenn wir was implementieren, was passt in unseren Kulturkreis. Da muss ich eins sagen. Sie wollten was sagen. Wenn ich ganz kurz darf. Das Spannende ist ja, wir kopieren ja nur die Oberfläche. Das heißt, wir schauen nicht hinten rein. Es muss immer zur Kultur vom Unternehmen passen. Das heißt, das, was wir machen, wir schauen zwei Bilder von Google an, stellen dann zwei Sitzsäcke rein und ein bisschen so zum Gammeln und wundern uns, wieso nichts passiert. Das heißt, wenn man mal bei Facebook oder Google ist, die sagen dann immer, du musst hinter unserer Oberfläche schauen. Übrigens sind ja die reine Corporates, das heißt, die Controlling-Abteilung von Facebook schaut genau gleich aus wie da. Die sitzen auch nicht auf Sandsäcken oder so etwas. Aber sie haben eins verstanden. Wie man mit dem besser umgehen kann. Man muss nicht alles kopieren, man müsste eher beantworten, was bedeutet das dann für uns da, in unserem Kulturkreis. Vielen Dank. Wir haben jetzt leider zum Schluss noch eine sehr spannende Frage bekommen und die würde ich gern an die Frau Hengsberger weiterreichen, nämlich von Dieter Scharitzer, also von der Wirtschaftsuniversität Wien, Marketing und daher sozusagen spricht hier quasi die Wissenschaft. Sind die Befragungsteilnehmerinnen, also die in der Studie geantwortet haben, vielleicht die sogenannte Lost Generation im Marketing. Also die Marketers in den 90er Jahren, die haben Karriere gemacht, sind ganz oben oder schon in Pension. Die jetzige Generation wird von der Digitalisierung getrieben, hat wenig Ahnung und ist unsicher. Sie kämpft mit dem Bedeutungsverlust im Unternehmen, hat aber auch keine klare Neuorientierung. Das fände ich eine ganz interessante Einbettung dafür, dass wir überhaupt diese Diskussion notwendig haben, dass wir sozusagen in einer Art Zwischengeneration sind. Frau Hengsberger, können Sie diesem Gedanken was abgewinnen? Teilweise nicht zu 100%. Da bin ich teilweise beim Herrn Betzel, der vorhin gesagt hat, ja, die jungen Leute, die von der Universität kommen, die bringen oftmals dieses Know-how mit, um überhaupt disruptiv zu denken oder sie haben diesen Antrieb, Digitalisierung im Unternehmen voranzutreiben. Ja,
das sehe ich so. Ich sehe aber auch die Herausforderungen, dass man diesen jungen Marketeers auch überhaupt mal das richtige Werkzeug geben muss, damit eben die Digitalisierung auch vorangetrieben werden kann. Davor, bevor die Digitalisierung so eine wichtige Rolle gespielt hat, gab es natürlich die klassischen Tools im Marketing, die man eins zu eins auch umsetzen konnte. Ja, das ist vielleicht auch gerade dieses Marketing der 90er, so wie es bekannt ist. Digitalisierung macht da sicherlich einen Unterschied und verändert sich ja auch, wie wir wahrscheinlich alle mitbekommen, von Woche zu Woche oder sogar noch krasser, von Tag zu Tag, immer wieder poppen neue Tools auf und so weiter. Also da muss man schon am Zahn der Zeit bleiben, wenn man sagt, man möchte in seiner Branche oder in seinem Bereich, in dem man tätig ist, auch eine gewisse Vorreiterrolle einnehmen. Herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Ich kann es nicht glauben, wir sind am Ende unserer Zeit. Wir haben natürlich das Thema überhaupt nicht erschöpfend behandelt, aber gut, das war auch vorher nicht, das war vorher absehbar, dass uns das nicht gelingen wird. Das soll ja ein Impuls einer relevanten Diskussion sein und ich hoffe, wir haben Ihnen hier sozusagen so einen interessanten Impuls geben können. Der Diskurs wird weitergehen, ganz bestimmt jedenfalls bei den Verbänden, die den heutigen Abend ausgerichtet haben, dem DMVÖ, dem IAB, dem MCÖ und der ÖMG, natürlich auch dem Pharma Marketing Club Austria und der Fachgruppe Werbung und Marktkommunikation in der Wirtschaftskammer Wien. Denen danke ich sehr, dass sie diesen Abend möglich gemacht haben und dass sie mir vertraut haben, ihn mitgestalten zu dürfen. Bei meinen Damen und Herren an der virtuellen Podiumsdiskussion möchte ich mich sehr herzlich bedanken für Ihre offene und engagierte Diskussion und vor allem aber bei Ihnen im Publikum für die vielen sehr wirklich gehaltvollen und interessanten Anmerkungen und Fragen. Da hat jetzt ein anonymer Zuschauer geschrieben, danke, es war spannend, interessant. Ich weiß nicht, wer der anonyme Zuschauer war, aber ich bedanke mich für das nette Feedback. Und darf Ihnen allen, ich hoffe, wir werden bald wieder mal alle zusammen bei einem der üblichen geliebten und verhassten Branchentreffs uns wiedersehen und in echt diskutieren. Bin aber froh, dass es zumindest so geklappt hat, denn der Diskurs muss ja weitergehen, ob mit Pandemie oder ohne Pandemie. In diesem Sinne ein herzliches Dankeschön an Ihnen alle, an Sie alle und einen wunderschönen guten Abend. Auf Wiedersehen. Dankeschön.